Servus Leute, hiermit starte ich offiziell Teil Nummer 2. Wir sind jetzt hier in Wolkenstein angekommen. Die Autos stehen jetzt teilweise hier. Also der M3, der M3, der M3 und der M4. Ja, weil wir halt leider nicht in die Tiefgarage passen hier von dem schönen Lindner Hotel. Aber ja, wir stehen jetzt erstmal außen, suchen uns dann andere Parkplätze und ja, jetzt stehen wir erstmal außen, checken ein, waren jetzt noch mal kurz beim Spar einkaufen hier gleich um die Ecke. Ist eigentlich ein Fahrradhotel, aber wir machen jetzt einfach mal ein Motorsporthotel raus. Aber bis jetzt ist es echt ein sehr schönes Hotel und ich meine, die Kulisse hier, das ist echt in den Dolomiten einfach traumhaft schön. Ja, und heute nur noch entspannen und dann morgen geht es dann eigentlich direkt weiter. Das hier ist auch die Tiefgarage, wo nur Chrissy und der Sascha reingekommen sind, also im E46 M3 und der M2. Ja, wir stehen jetzt brav da hinten erstmal. Nummer 3 hier. Auri. Bett für Chrissy und Mo. Ich bin da hinten. Schöner Balkon. Das ist auf jeden Fall das Beste jetzt von allen. Und hier ist eine kleine Stube, wo das Geschäft passiert. Genau, also jetzt sind wir im Hotel mal ankommen und das jetzt sieht eigentlich sehr schön aus. Ja, das ist nochmal ein Blick vom Balkon und natürlich. Da waren die anderen sind direkt unten runter. So, Tag Nummer 2 beginnt jetzt hier in den Dolomiten. Wie man auch sehen kann, es ist ziemlich eng in der Tiefgarage. Also wirklich, Chrissy und Sascha sind die einzigen zwei, die reinpassen. Und bei denen ist es schon echt extrem knapp. Ja, wir haben jetzt hier draußen halt geparkt und ja, fahren jetzt mal die erste Runde. Wo es genau hingeht, kann ich euch gar nicht sagen. Der Max hat jetzt die Route für heute rausgesucht. Also hauptsächlich natürlich Dolomiten. Ich denke mal, wir fahren Richtung Araber. Ich kann dann vielleicht mal ein paar Namen einfach reinschreiben, aber ich weiß es jetzt nicht. Der Max hat einfach die Route in Google mal reingeschrieben. Und ja, wir versuchen dann wieder heute mal ein paar Perspektiven. Ich hoffe, ich kann es jetzt filmen. Der Max hat eine 360-Grad-Kamera und der hat sie jetzt da hinten montiert mit den Saugknöpfen. Also bin ich mir echt gespannt, wie da so die Perspektive ist. Und ja, werde einfach immer ein paar Clips so einfügen und gucken wir mal, was der Tag so bringt. Jetzt gehen wir noch mal Tankstellen, haben jetzt auch wieder eine Tankstelle gefunden, die 100 Oktan hat. Es ist echt extrem schwer in Italien Super oder 100 zu bekommen. Vor allem viele Tankstellen hat man das Gefühl, es war einfach gerade auch ausverkauft. Also schauen wir mal, was der Tag ist. Wir haben jetzt hier eine sehr schöne Strecke gefunden, die kannten wir von letztem Jahr und hier wurde halt der Asphalt nagelneu gemacht. Und jetzt haben wir irgendwelche Testfahrer, die gerade unsere Autos fahren. Und ja, fahren ein bisschen mal flott um die Kurve. Thank you.
Wir waren jetzt gerade was essen. Ich hoffe, wir konnten ein paar coole Clips da von der Stelle mal, ich sag mal, in das Video einbauen. Ich hatte auch mal die 360-Grad-Kamera vom Max hinten drauf. Also ich habe jetzt mal gerade am Handy ein paar Clips angeguckt und es ist wahnsinnig, wie langsam das wirkt, obwohl man eigentlich schon flott in den Kurven unterwegs ist. Also bin mal gespannt, wie es dann am Laptop ist. Wir haben es jetzt halt nur kurz mal am Handy angeguckt, aber es ist schon echt eine sehr coole Perspektive. Ist halt so ein bisschen dieses, ja, GTA-Style. Ja, waren jetzt hier noch was essen, fahren jetzt dann weiter und ja, ich meine, die Landschaft, die Kulisse hier ist einfach ein absoluter Traum. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ja, sind ziemlich viele kleine Steinchen leider noch, also wir müssen schon gut Abstand halten, dass wir einfach nicht allzu viele Steinschläge sammeln, sagen wir es mal so. Bei uns startet jetzt der zweite volle Tag in den Dolomiten, machen uns jetzt gerade fertig, wollte jetzt nochmal die Autos abwaschen, sehen ziemlich dreckig aus. Mein Auto steht hier unten, hat gestern Abend dann auch ein bisschen geregnet. Ich meine, die Sicht oder der Ausblick hier ist schon echt der absolute Wahnsinn. Ja, ein bisschen ärgerlich, dass es jetzt wieder geregnet hat, weil dann sind natürlich auch dementsprechend viele kleine Steinchen dann wieder auf die Straße gespült worden. Also gestern waren es schon echt sehr viele Steine. Also da muss man echt extrem aufpassen, was so die Steinschläge angeht. Ja, heute fahren wir eine andere Runde. Schauen wir mal, ob wir da wieder dann heute ein paar coole Clips einfügen können. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall später. Man muss wirklich in Italien jede Chance nutzen, um 100 Oktan zu tanken, weil wir hatten schon so viele Tankstellen, wo es einfach nicht verfügbar war oder sonstiges. Und ja, ich will halt auf jeden Fall das 100 Oktan bei mir drinnen haben. Deswegen wird nochmal jetzt voll getankt. Bin durch. Yeah.
wir sind jetzt hier oben auf einer ziemlich bekannten Stelle, da kommen wir ziemlich bald dazu, wo eine gewisse Person öfters mal auch Burnouts gemacht hat. Ja, also momentan die Strecken sind eigentlich sehr gut, da sind auf jeden Fall deutlich weniger Steinchen, aber klar, man sieht es mit den Autos überholen, mit den Fahrrädern, es ist schon echt stressig, aber wenn du halt jemanden vorne hast, der halt sagen kann, es ist frei und so, dann kann man auch ein bisschen einfach leichter überholen. Die erste Person muss halt natürlich schauen, wie es so ausschaut, aber ja, und hier sieht man gewisse Burnout-Marken, ja. Also ich hoffe, euch hat der Clip soweit gefallen. Ich habe jetzt die GoPro hier so vor mir. Blockiert ein bisschen meine Sicht, aber es geht schon so. Ja. Wir sind jetzt auf dem Passo Falzarego. Es regnet gerade leider ein bisschen und wir haben 11 Grad. Also es ist ziemlich frisch, aber die Strecke hier hoch ist auf jeden Fall sehr schön. Stehen jetzt hier alle, kurze Pinkelpause. Und ja, dann geht es eigentlich auch direkt weiter. Mal schauen, wo wir jetzt überall noch heute rumfahren. Kleine Reparatur hier oben. Ob das was wird. So, wir waren jetzt gerade was essen und fahren jetzt auch weiter. Fahren jetzt mal die andere Seite hier vom Tal und ja, dann sind wir wieder beim Pass Falzarego. Und ja, gestern sind wir die Marmolada gefahren. Das wäre jetzt im Prinzip in die andere Richtung. Also ich muss sagen, da in Wolkenstein das Hotel ist schon echt praktisch, weil man hat da echt eine sehr schöne, ja ich sag mal, Zufahrt in die Dolomiten. Und ja, mal gucken, was wir jetzt alles noch fahren. Ich habe jetzt wie gesagt wieder mal die GoPro auf dem Kopf. Ist ein bisschen schwierig mit der Sicht. Also das heißt schwierig, ja es geht schon, aber es wäre eigentlich besser, die Videos, falls es euch interessiert, vom E46 M3. Da wurde im Prinzip auch eine GoPro benutzt, aber dafür hatte man so, ja, im Prinzip so einen Mundteil, dass du dir in den Mund steckst und beißt dann runter und hältst dann die GoPro im Prinzip, ja, mit dem Mund. Also es ist auch eine sehr interessante, sagen wir mal, Möglichkeit zu filmen. Aber hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also die Perspektiven sahen auch sehr cool aus. Und ja, blockiert halt natürlich auch null die Sicht, was natürlich echt super ist. Ja, also ich probiere es jetzt hier nochmal mit dem Kopf. Wollten jetzt einfach mal ein bisschen entspannter fahren. Ich weiß, über die GoPro sieht es eh immer deutlich harmloser aus, als wie es wirklich ist beim Fahren. Und ja, ich dachte, ich rede jetzt auch noch ein bisschen dabei. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Das ist jetzt alles über die GoPro-Aufnahme, also über das Mikro von der GoPro, die meistens ein bisschen schwächelt. Aber schauen wir mal, ich habe jetzt mal die Scheibe bei mir komplett unten links und rechts so leicht auf. Da hoffe ich, dass die Windgeräusche einfach nicht allzu stark sind. Ich halte auch ein bisschen mehr Abstand, weil einfach hier jetzt wieder ein bisschen mehr Steine sind, weil es ein bisschen geregnet hat. Und ja, ich sag mal einfach die Steinschläge reduzieren möchte. Ich bin auch überlegen, ob ich vielleicht wirklich dann mal die Haube auch folieren lasse. Ich habe ja schon erzählt, dass ich hier polieren lassen habe und eine Keramikversiegelung. Und ja, es ist schon echt ein Traum. Also der Dreck geht so schnell und so leicht weg. Das Wasser perlt einfach komplett ab. Also es ist schon echt ein Traum. So, Baustelle vorbei. Beziehungsweise die Ampel, kann es direkt weitergehen. Die werden wahrscheinlich jetzt auch ziemlich lustig gucken, was der auf dem Kopf hat. Aber ja, alles für den Content, sage ich nur. Das Auto ist auch schon warm, 102 Öl, 78 Grad Getriebetemperatur. Also das ist auch immer super. Mit dem AK Motion kann man einfach alles schön kontrollieren. Ich hoffe, der Klang kommt rüber von dieser Hurricane-Abgasanlage. Oh, jetzt fliegt hier sogar ein Stein rein. Unglaublich. Beifahrerseite. von den Spitzkehren. Also diese Cup-2-Reifen, das ist Wahnsinn, was für ein Grip die haben, wie die auch, ich sag mal, die Steine einfach auch mitnehmen, weil die einfach so kleben. Also, ja, sind
sind halt super Reifen. Kaufe ich sie mir nochmal, wenn die mal runter sein sollten? Ehrlich zu sein, weiß ich nicht. Vielleicht würde ich einfach auch mal die PS4S probieren. Ich glaube, die sind nochmal einen Tick günstiger, weil ich meine, Rennstrecke fahre ich jetzt eigentlich nicht oder bin ich bis jetzt noch gar nicht mit dem M3 gefahren, und dann sind die PS4S vielleicht doch besser für den Alltag. Aber ja, das hat noch ein bisschen Zeit, weil die Reifen sind ja eigentlich momentan ja noch wie neu. Habt ihr erst letztes Jahr mit den Felgen gekauft. Und ja. Und ja, ansonsten, was ich noch sagen wollte zur Abgasanlage. Man sieht ja natürlich schon, dass nicht so viel Platz ist bei der Montage, aber bis jetzt hatte ich null Probleme, keine Geräusche irgendwie, dass er anschlägt oder sonstiges. Und ich meine, es ist schon krass, es sind einfach zwei massive 3,5 Zoll Rohre. Und macht einfach auch ein super schönes Konzert. Also es macht einfach echt, ja, ich meine, ihr kennt es ja selber, wenn das Auto nach etwas klingt und man hier dann das sportliche Fahren hat, dann hier mit den Wänden an der Seite, dann halt es auch noch mal schön, dann ja, das ist einfach Freude und man hat ein Grinsen beim Fahren. Und ganz ehrlich, ich weiß, viele Leute sind gegen S55 Klang. Klar, man kann es auch nicht mit dem E92 V8 vergleichen, ja. Komplett andere Motoren, Klangbild. Aber es macht trotzdem unglaublich viel Spaß und ich finde es trotzdem auf jeden Fall sehr racy. Ja, also klar, es ist nicht so dumpf wie ein N55, aber es ist trotzdem immer noch ein sehr schöner Klang. Die Tour kurz unterbrochen, mussten kurze Pause machen und ja, jetzt habe ich wieder die GoPro auf dem Kopf. Weiter geht's. Waren gerade dabei, Bilder zu machen. Sascha ist ja unser Kameramann. Ja, und wir fahren jetzt hier mal eine Runde hoch. Ja, die Straßen sind einfach schön, die Kurven. Ich meine, dafür wurden ja auch diese Autos gebaut. In der Stadt rumzufahren, damit brauche ich nicht, ja. Hast ja gar keinen Spaß. Das sind hier diese schönen Kurven, die Beschleunigung. Ja, die Leistung reicht auch vollkommen. Also ich habe jetzt hier meine 450 PS. Ich glaube, serienmäßig hat der M3 600 Newtonmeter oder 550. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Und für die Pässe ist es vollkommen ausreichend. Der Max hat mehr Leistung, ist eingetragen. Und ja, sag selber, es ist eigentlich zu viel. Und mit Seriensoftware hast du da hier echt ein ruhiges Fahren noch. Die Tunnel machen auch viel Spaß. Und ja, also auf das Auto kommt nie irgendwie Software drauf. Auf dem M2 hatte ich ja mal Software drauf gehabt. Aber braucht man nicht. Ja klar, 100, 200 Seiten, toll. Aber hierfür total unnötig. Wir können hier mal was zum Klang schreiben, wie ihr so den Klang findet. Jetzt sind wir wieder oben.
Falscher Rego fahren, reinfahren. Falscher Rego, wie der Max schon gesagt hat. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg wieder ins Hotel. Ja, also ist leider trotzdem relativ viel Verkehr hier in den Dolomiten. Ich meine, wenn man jetzt hier die Landschaft sich mal anschaut, das ist Wahnsinn. Ich meine, wenn man hier jetzt rausguckt aus dem Fenster. Ja, also wer immer noch nicht hier war, sollte sich es auf jeden Fall mal anschauen. Sei es Motorrad, Auto oder einfach mal so für den Urlaub. Wie man sehen kann, wieder vor mir Autos. Und es ist einfach nicht so leicht hier zu überholen. Man muss einfach aufpassen. Mit dem Motorrad wäre es 10-mal leichter, aber mit dem Auto, ja, es ist einfach nicht so leicht. Wir machen das Beste raus. Wir fahren natürlich auch, ja, vorsichtig, weil man will natürlich jetzt nichts irgendwie riskieren, weil man jetzt dann eine halbe Minute oder so hinter dem Auto hängt. Klar, es ist ärgerlich, weil man halt sportlich fahren möchte. Man ist ja auch hier, um gewisse Weise sportlich zu fahren. Aber wenn es so ist, dann ist es einfach so. Und ja, dann kann man einfach ein bisschen den Ausblick genießen. Die Natur, die Landschaft. Und ja, wie gesagt, wir machen jetzt auf dem Weg zum Hotel. Ich hoffe, die Onboard-Footage, also die Videos, dass es was geworden ist. Mal kurz mein Walkie-Talkie aus, das rauscht hier im Hintergrund. Und ihr konntet mich auch ganz gut hören beim Reden. Und ja, morgen geht es dann Richtung Großglockner. Und übermorgen geht es dann auch schon wieder nach Hause. Und dann ist eine komplette Woche rum. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann bei Teil Nummer 3. Ich hoffe, euch hat Teil Nummer 2 in den Dolomiten gut gefallen. Es ist natürlich immer nicht so leicht. Man will fahren, man will aber auch filmen. Und ich habe jetzt keinen Beifahrer oder so, der mich jetzt ständig dabei filmen kann. Also man muss dann auch die Zeit dafür mitnehmen. Aber ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht und echt ein paar coole Onboard-Videos. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, wie es euch gefallen hat, was ihr in der Zukunft auch noch gerne sehen würdet, also welche Perspektiven. Und ja, dann sehen wir uns bei Teil 3. Leute, macht's gut!